So, dann war da. Alles klar. Oder halt direkt den Eidsegen, ne? Oder nicht? Es sollte kein Eidsegen werden. Nee, es geht nur um den Feuersegen jetzt. Das ist schon okay. Ich finde es einfach nur cool, wenn dann der, ich weiß nicht, wo das Feuer dann von ihm rauskommt. Ob das An dem einfach kleinen von, Finger. ja, ich weiß nicht, aus dem kleinen Finger, du bist kein Feuerzeug, aber einfach die Hände drüber breiten und dann verbrennt das Blut von alleine, so würde ich es jetzt machen. Ja, von mir aus. Auf jeden Fall, Herrin Ronda und Herr Ingerim schenkt uns Sterblichen vom himmlischen Feuer, auf dass es uns helfe mit seiner Kraft und euer Lob verkünde. Worten würde die Schale anfangen zu brennen. Wenn ich die Probe schaffe, eine Sekunde. Also, nein, regeltechnisch ist das meines Wissens kein Eidsegen. Das ist jetzt einfach ein Schwur, der jetzt gemeinschaftlich geleistet worden ist. Ja, das sollte gelingen. Und der Feuersegen wird jetzt nicht beeinflusst durch irgendeine Anwesenheit, das ist alles okay. Es sei denn, du möchtest jetzt einen Eidsegen auch drauf sprechen. Funktioniert aber schlecht als. Ja, das ist aber eine andere Sache, aber du könntest es ja trotzdem drauflegen. Das Blut hast Wäre du. möglich. Ich würde es cool finden. Euer Gnaden, gestattet ihr mir die Ehre, dies mit einem Eidsegen abzuschließen? Man reicht die brennende Schale an ihn, beziehungsweise stellt sie vor ihm ab. Ich war daraus, guckt er etwas missmutig drauf. So lasst mich für uns alle sprechen. Heiliger Herr Preios und die anderen Zwölfe, hört diesen Schwur und bezeugt und heiligt ihn mit eurem Geiste. Was nun geschworen wird, sei euch anbefohlen. Diese Worte werden freiwillig geschworen, ohne Hintergedanken oder Falschheit, und sollen heilig in eurem Angesicht sein. Das zögert kurz. Wer aber diesen Eid ablegt, um seine Bedeutung zu entstellen, wer den anderen zwingt oder gar diesen heiligen Eid bricht, der sei eurer Strafe überantwortet. Und grimmig in die Runde. Du merkst, wie in deinem Kopf ein Kopfschmerz sich ausbreitet und unangenehm sticht. Das ist kein regeltechnischer Schaden, aber du merkst, wie deine Klugheit wohl gerade ein bisschen unterdrückt wird. Also dein Schädel sehr dumpf wird. Probleme sich zu erinnern an die heiligen Worte. Jetzt hier auch noch Preios zu beflecken, ist natürlich ganz hohe Ketzerei. Ja, Ja, das aber ist wahr. alle anderen nicken und stimmen dir wohl zu. Damit wäre das dann also in Preyers Namen geklärt. Ich verziehe bei Preios Namen den Mund. Da bist du nicht alleine mit diesem, mit Ist dieser mir sowas von Gesichtszuckung. egal. Boron ist definitiv der Fürst der Götter, also Herr. Also Achmat sieht auch nicht sehr begeistert aus. Was das nächste angeht. In letzter Zeit hat sich ja scheinbar eingebürgert, dass eine gewisse Disziplinlosigkeit sich in der Mannschaft breit macht. Herr Oberst, eure Männer haben sich größtenteils vorbildlich verhalten, ich habe keine Beschwerden gehört, ihr seid da ausgenommen. Entsprechend wird hier in Zukunft ein etwas rauerer Wind wehen, wenn die Leute nicht spuren. Ich erwarte auch von euch, dass ihr die Mannschaft bei Verfehlungen härter anpackt. Brunn tritt einen Schritt vor, sagt aber nichts. Ich hab Brunn zum Omas gezählt, muss ich sagen. Ja, das ist ihm egal. Schaut dich sehr grummig an. Ja, Brunn, ihr auch. Also eure Männer auch. Ja, tritt wieder einen halben Schritt zurück. Sinnschärfe höre. Du kannst zumindest sehen, wie Alerich so ein bisschen nickt. Bronn hat wohl irgendwas in seinen Bart gemurmelt. 3 Punkte über. 3 Punkte über. Warte kurz, ich möchte die Klugheit neu würfeln. Tipp. Ich habe ja wieder einen. Oh, 4 Punkte über. Ja, sei genehmigt. Freu dich über deinen Chippy, der wieder da ist. Genau. Das will ich auch ihm geraten haben. Will er mich verarschen? Oh, zum Glück habe ich das nicht Murmelt gehört. murmel er nur so allerlei und der nickt. Ich sehe darüber hinweg. Ein Aushang mit den gröbsten Verstößen wird und den dazugehörigen Strafen wird innerhalb der nächsten 1, 2 Tage
vor der Offizierskabine angeschlagen werden. Damit sich auch alle im Klaren sind. Nun gut. Dann erstmal wieder jeder auf seinen Posten. Kapitän. Nächstes Ziel wird Helmport. Kapitän, eine Sache noch. Aswolf. Ich bin in mich gegangen und ein Auspeitschen vor der Crew ist seinem Stand nicht angemessen. Aber mit so einer Befehlsverweigerung, die den Tod einiger Kameraden nach sich zog, können wir ihn auch nicht länger am Schiff behalten. Ich schlage daher vor, ihn von der Arche zu verbannen. Aswolf wird einen kurzen, aber ordentlichen Prozess in seiner Anwesenheit bekommen. Dafür muss er aber erst einmal wach sein. Wie er meint. Aber ich kann es nicht haben, ihn hier weiter an diesem Tisch zu begrüßen. Er hat die eigenen Leute verraten. Kann mir nicht vorstellen, dass er noch weiter Leute führen kann. Alles zu seiner Zeit. Lass ihn erst einmal heilen. Ja, damit sind die Offiziere entlassen. Am nächsten Tage. Der Pumpvorgang ist fast abgeschlossen. Da bemerkt der Ausguck etwas. Ein Ruf ertönt und die Offiziere werden zusammengerufen. Was ihr dort am Horizont erblicken könnt, ist vanillegelbe Segel von einer Zedracke. 4 Masten. Fährt direkt auf euch zu. Ich benutze Fernglas. Was für eine Flagge? Auf den vanillegelben Segeln kannst du die Borberat-Krone erkennen. Und grüner Rauch steigt von ihr auf. Das Zeichen zur Verhandlung. Captain, da will ich mal mit euch reden. Denn dann ist es wohl Zeit, einmal mehr seine Täuschung zu bedienen. Wo ist denn mein Wappenrock? Lasst zur Verhandlung flaggen, wir legen an. Und mach die Kanonen bereit. Bekomme ich das Gespräch mit? Vermutlich. Ja, wenn ich sage, die Offiziere, dann Ahmad, Ephadaios, Kiaras. Ja, ich wusste nicht, dass wir alle auf einem Haufen hocken. Ihr werdet zusammengerufen und dann wird das so einmal besprochen. Also habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Ne, Mann, wir stehen irgendwie vorne am Oberdeck, wo man ja Gesicht genau. Hat. Ihr wollt die Männer täuschen? Will den Feind täuschen. Nun. Wir müssen uns unsere Schlachten aussuchen. Dieser Feind. Auch so besiegt werden, ohne Täuschung. Ich will ihn nicht besiegen. Ich will ihn loswerden. Nun, das ist auch fast das Gleiche, nicht wahr? Könnten auch direkt zum Angriff blasen, Kapitän. Meine Herren, keine Streitigkeiten. Wenn Sie reden wollen, sollten wir die Chance nutzen und uns vorbereiten. Für den Fall, dass wir sie uns einverleiben können. Also es mag sicherlich nicht nachlaufen. Den Idealen der Herren Rondra entsprechen und dabei schaut Romli zu Ahmad. Aber manchmal sollte man dem Herrn Fex eher den Vorzug geben. Auch der Herr Fex würde so einen Handel nicht befürworten. Jetzt hört mal, das ist eine viermastige Zedracke. Wenn wir Pech haben, haben die mehr Geschütze an Bord als wir überhaupt. Auf einer Seite als wir überhaupt an Bord. Ich werde keine weiteren Verzögerungen vor Helmport dulden. Außerdem signalisieren Sie, dass Sie reden wollen. Es wäre ein Verstoß gegen Kriegsrecht, auf sie zu feuern, während sie solche Signale schicken. Paktiere haben kein Kriegsrecht. Paktiere haben überhaupt kein Recht. Nun, und dennoch ist es für unsere eigene Seele wertvoll, uns an solches Recht zu halten, oder? Da hat der gute Mann recht. Wir werden sehen. Und so macht ihr euch bereit. Die Leute werden selbstverständlich an die Geschütze gestellt. Romilly zieht ihre neue Tuchrüstung an. Und dann. Und auch ihre Lederteile? Und ihre Lederteile. Was mir gerade einfällt. Ja. Ahmad. Ich fürchte fast, ich muss euch unter Deck bitten. Ihr wollt mich unter Deck bitten? Wenn sie euch sehen, werden sie direkt zum Angriff übergehen. Und das können wir nicht haben.
Könnt ihr dachte... euer Wappen ablegen oder euch unter Deck begeben. Ich werde euch zu nichts zwingen. Nun, wenn ihr mich zu nichts zwingt, werde ich hier bleiben. Außer dazu. Witzfindiger Sack. Ja, du merkst, dass Ahmad keine Anstalten macht, runterzugehen. Die Zitrake bleibt auf, ja, Geschützreichweite stehen. Sie werden also so halten, dass, naja, mit den Leichen und den mittleren Rotzen könnt ihr dort nicht hinschießen. Die Schwere hätte allerdings eine Chance. Ihr könnt sehen, wie sie anhält und ein Beiboot zu Wasser gelassen wird und eine permanente weiße Mabo-Flagge geschwenkt wird. Sie rudern auf euch zu. Besatzung 3 Mann. Das ist eine permanente weiße Mabo-Flagge. Also eine weiße Flagge, die sie permanent schwingt. Hin und her und hin und her. Ja. Omele, Kiaras, Evadaias, zu den Booten. Natürlich. Kurze Frage. Kapitän, warum wollt ihr auf ein Boot? Wir können sie herkommen lassen. Und wo werden sie anlegen? Bei den Booten. Ach so, ich dachte, ihr wolltet jetzt die Boote mit Mann. Ich will doch nichts zum Wasser lassen. Wir haben sowieso nur noch das eine. Aber wir können sie kaum an der Morgenrotte in Empfang nehmen. Auch wenn das vielleicht die einschüchterndere Geste wäre. Ihre gebührend. Also auch zum Hangar. Traue der Steuerfrau nicht. Okay, dann zieht doch einfach mal die Token, die ihr jetzt mitnehmen wollt, in Raum Nummer 9. Gut. Wieder Charakter kommt mit. Admin kommt mit. Ach Gottchen, wo ist meine Leibwache denn? Also unsere. Hier. Und während das, neu hier eingelassene Schiff von euch, was ihr in Kuntium gekauft habt, noch einmal begutachtet wird, die einzelnen Handwerker nach oben geschickt werden, die hier gerade dabei sind, die Planken auszutauschen, ihr hier Aufstellung nehmt in aller Ruhe, könnt ihr sehen, wie das Boot größer und größer wird und ihr könnt die ersten Personen darauf erkennen. 3 Leute. Eine ist sehr alt, hager, mit tiefen Falten im Gesicht, eine Gugel über das Gesicht gezogen, grobe Filzkleidung mit Goldsaum. Es könnte eine Uniform für eine Ratte sein. Allerdings hat diese Person an ihrer Nase ein Diamantenkleben, was doch sehr seltsam mutet. Die anderen beiden sind eher Schweine als Menschen. Hautlappen, dick Fett, die über ihre Gesichtszüge geschoben sind und dabei sind zu rudern für diese andere Kreatur. Omeli möchte gerne einen Zauber wirken. Ja, gerne. Und zwar, ich habe eine Reichweite von 10 Metern. Mhm. Das ist der Odem mit doppelter Zauberdauer auf Sichtbereich. Perfekt. Ich möchte mir die 3 Personen einmal betrachten. Dann wartest du, bis sie auf Reichweite sind und sprichst den Odem. Erschwernis ist wie immer 1W4. Geht sogar noch. Ja. Das heißt, 6 Punkte bleiben übrig. 6 Punkte bleiben übrig. Die Personen selber sind nicht magisch, allerdings besitzen sie einige Artefakte bei sich, die wenig Astralpunkte in sich tragen. Seid vorsichtig, Jalan. Wir haben Artefakte bei sich. Na ja, dann nickt einmal, wartet ab. Und dann legt das Schiff, das Boot an eurem an und sie treten nach draußen.